Hallo, heute sind wir bei Kubota in Zweibrücken, einem wichtigen Produktionsstandort des Baumaschinenherstellers in Europa. Herr Ast, Kubota hat einen ganz hohen Anspruch an Qualität und Taktzeiten. Was muss denn ein Roboterschweißbrenner mitbringen, damit er in die Produktion von Kubota passt? Das sind genau zwei Punkte. Einmal brauchen wir hohe Standzeiten für unser Brennersystem und zweitens einen präzisions- und wiederholgenauen schnellen Wechsel. Was war denn so die Hauptmotivation, als Sie an die Optimierung des Schweißequipments hier im Stahlbau rangegangen sind? Einmal sind es immer die ständigen Herausforderungen hier, sprich Qualität und Produktivität. Und zum Zweiten hatten wir mit dem alten Brennersystem Probleme gehabt. Sie haben die Entscheidung getroffen, beim größten Teil der Roboterzellen nun ein Brennersystem von Binsel einzusetzen. Wie lief denn der Test im Vorfeld ab? Also wir haben einen erstmal Benchmarken betrieben. Da fiel uns gleich der Platzhirsch Abiko Binsel ein. Und da haben wir jetzt angefangen mit einem Schnittstellenbrenner, einen Versuch zu starten. Der ging ungefähr ein Jahr lang und da haben wir direkt die Vorteile erkannt. Also dann sind diese Zahlen, Daten, Fakten aufbereitet worden und sind im oberen Management vorgestellt worden und dann wurde ein Invest freigegeben. Was bringt denn das Schweißbrennersystem von Abiko Binsel mit, was Ihre Entscheidung positiv beeinflusst hat, damit Sie jetzt auf diese Brennerlinie setzen? Einmal diese hohe Standzeiten, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also wir haben extra dieses System auf einer Anlage getestet, wo wir im höchsten Leistungsbereich schweißen, etwa um die 400 Ampere. Der Test war erfolgreich und da war uns bewusst, dieses System müssen wir auf weitere Anlagen ausrollen. Sie werden ja jetzt das Abirob W500 Brennersystem von Abiko Binsel einsetzen, also das wassergekühlte System. Können Sie denn alle Ihre Schweißaufgaben mit nur einer Brennhalsgeometrie realisieren? Nein, das ist zu Schulden der Bauteilgeometrie. Wir brauchen einmal eine lange TCP-Länge und einmal eine kurze Variante. Vorher war dies eine Sonderlösung für diese lange Variante und jetzt haben wir durch Abiko Binsel einen Standard dadurch geschaffen. Mittlerweile haben Sie an allen Roboterzellen hier im Stahlbau das Gasmanagementsystem EBR2 von Abiko Binsel installiert. Wie lief das denn ab vom ersten Test bis zur Freigabe des Invests? Genau, wir sind ja wie alle Unternehmen immer bestrebt danach, Kosten zu reduzieren. Dann haben wir eine Internetrecherche gemacht. Dann sind wir aus dieses System gestoßen, haben wir gedacht, können wir auch Kosten sparen. Das probieren wir mal. Dann haben wir Kontakt zu einem Fachhändler aufgenommen, der mit uns das erste Gerät integriert hatte und da konnten wir gleich nach dem ersten Schuss 33% Gasersparnis erreichen. Dann sind wir vorgegangen, haben weitere Tests durchgeführt und konnten dadurch im Schnitt nochmals diese 33% bestätigen. Trotz der Gasersparnis ist die hohe Qualität der Schweißnähte für unsere Kunden weiterhin sichergestellt. Geplant sind ein weiteres Randtasten, weil wir Potenzial sehen, noch bis zu 50-60% Gasersparnis zu erreichen. Des Weiteren haben wir auch einen wichtigen Effekt für uns, weil unser Motto und unser Slogan ist For Earth, For Life, dass wir dadurch den CO2-Ausstoß sehr stark reduzieren können. Vielen Dank, Herr Ast. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Kubota. Und natürlich von Abiko Binsel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.